Sehr geehrte Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Im Jahre 2023, am Montag, den 13. März. Plötzlich und unerwartet, nachdem alles komplett verreckt ist, bilden sich auf einmal Zellen direkt über Bad Rappenau und Karlsruhe aus. Allerdings haben wir ein Problem. Diese Zellen, sie ziehen ungefähr mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Kilometer pro Stunde. Deswegen, die erste Zelle, die sich direkt über Bad Rappenau ausgebildet hat, die können wir nicht mehr erwischen. Aber wir haben noch Hoffnung auf die Zelle, die was in der Nähe von Karlsruhe ist. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich mal die Zellen, sobald wir auf dem Feld angekommen sind. Und diese, da kommt sogar noch einer. Und diese Zellen, die werden wir dann, nachdem der Regen hier abgezogen ist, auch beobachten. Heute ist übrigens auch der erste Tag in diesem neuen Jahr, wo wir endlich mal wieder Temperaturen von 20 Grad erreicht haben. Ja. Und somit ist heute auch die erste Gewitterlage in diesem Jahr in der Vorsaison. Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Gewitterlage. Jetzt aktuell noch eine Temperatur von 17 Grad. Es ist 6:30. Sie merken, dass es schon langsam leider dunkel wird. Ja. Aber Rettung naht. In circa 2 Wochen werden endlich wieder die Uhren vorgestellt. Ja. Und deswegen wird es dann abends endlich wieder länger hell sein. Ich sehe, vorne ist die Schranke zu, deswegen fahren wir hier entlang, um schneller auf dem Feld zu sein. Sehen Sie sogar die Autos, dass die bis hier hoch stehen, wegen der Schranke. Boah, Alter. Boah, von wo kommen die denn alle her? Komisch. Ah, jetzt. Alter, was hier für ein Megastau ist. Boah. Naja, egal. Wir kennen ja unsere Schleichwege, also von dem her sind wir auch trotz des Staus relativ schnell auf Einsatz. Und ja,
momentan regnet es ein bisschen stärker. Deswegen müssen wir so oder so den Regen noch abwarten. Die erste Zelle ist hier nordöstlich, hier, das ist diese Zelle hier. Sie ist jetzt momentan in der Nähe von Möckmühl und wir warten hier noch auf weitere Zellen, die was hier in Straßburg bzw. in der Nähe von Karlsruhe sind. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie den Fokus zum manuellen Fokus umstellen. Ich mache mir am besten hier. Oh. Ja, da sehen Sie sogar noch ein paar Blitze. Zu essen und dann geht es um 19.08 Uhr dann mit dem RE2 dann wieder nach Koblenz und dann bin ich um kurz nach 21 Uhr zu Hause. Also 10 Grad Wärme, so kann es auch mal sein. Ne? Ja, nur so leider kein Glück gehabt. Alles klar, ich nehme alles zurück, da an die Blitzkarte. Herzlichen Glückwunsch. Und das jetzt sogar noch im Dunkeln. Wie du Felix und mich da in den Filter verpostest. Ja, genau. Und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, was ich schon 100.000 Mal gesagt habe. Sobald ein Telefonat durchgeführt wird, ist die Außenwelt sozusagen abgestorben. Nichts wird mitbekommen von was draußen passiert. Ja. Auch wenn die Chancen äußerst gering waren, dass nochmal was passiert, das will ich ja nicht abstreiten, sollte man immer damit rechnen, dass nochmal was passiert, auch bei einem Telefonat. Und sollte nicht immer alles stehen und liegen lassen, sobald man wieder rumtelefoniert. Weil jetzt ist es nämlich zu spät. Und wenn die Mutter nämlich nichts gesagt hätte, dann wäre das wahrscheinlich drüber gezogen, ohne aber auch nur das mitzubekommen im Ansatz. Und deswegen sage ich immer so gut, man sollte sich auch bei einem Telefonat zumindest teilweise auf andere Dinge konzentrieren. Es kann ja nicht sein, dass sich ein Teil ausbildet und es noch nicht einmal mitbekommen wird. Also das würde mir nie im Leben passieren, selbst wenn ich irgendwann mal eine habe und nach keinen Umständen wird mir das passieren. Klar, ich werde es vielleicht nicht jemand unbedingt beobachten, ja, aber ich werde es mitbekommen, dass da was ist. Und jetzt ist es zu spät. Oh. Auf dem Nettoparkplatz. Aber das Wichtigste ist, dass der Frank nichts bekommt.
Oder zumindest er hätte jetzt was bekommen müssen. Keine Ahnung, was besser ist. Boah, Alter. Ich bin jetzt mitten auf dem Feld. Achtung. Warum ist der Donner gar nicht mal so laut? Komisch. Aber der Blitz war schon extrem heftig. Ich warte jetzt noch auf das Teil da bei Karlsruhe. Das sehe ich von hier aus sogar schon, aber ich warte erstmal, bis dieser ganze Regen da mich in Ruhe gelassen hat. Ja. Und dann, nachdem der Regen fertig ist, dann kann man in Ruhe auspacken und das Teil da in Karlsruhe beobachten. Das kommt ja alles noch hier hochgezogen. Aber es dauert halt noch mindestens eine Stunde ungefähr. Weil ich meine, Karlsruhe ist ja ungefähr 90 Kilometer entfernt und wenn die Teile da mit 90-100 km/h ziehen, dann dauert es eine Stunde. Ist nun mal halt so. Ich habe das ja selbst mitbekommen, ja. Weil als ich gerade angerufen hatte, ja, da hat dann das Tablet auf einmal bei mir sich gemeldet mit 4 Kilometer Südwest. Ja. Das ist quasi eine Neubildung, die wohl direkt über mir war. Und so etwas kannst du halt eben eine halbe Stunde vorher nicht wissen, dass das passiert. Ja. Zumal der ganze Himmel bedeckt ist. Ja. Alter, aber das sind echt krasse, heftige Blitze, was hier abgeht. Wenn der Regen da endlich mal fertig ist, dann stelle ich mich draußen hin oder ich mache es vielleicht einfach jetzt. Ich hole kurz einen Regenschirm und los geht's. Moment. Boah, Alter, wie matschig das hier ist. Jetzt kommen Sie mal mit. Gucken wir mal ein bisschen Blitze an. So. Perfekt. Also jetzt wird es keine 17 Grad mehr haben. Jetzt haben wir vielleicht 13, 14 ungefähr. Ich hole jetzt kurz meine Spiegelreflexkamera raus. Thank you.
meine Spiegelreflexkamera irgendwie aufstellen. Boah. Aber bei der Kamera wird jetzt erstmal nichts passieren, bloß ich das irgendwie an das Stativ komme. Solange der so rund ist, kann ich es nicht holen. Das ist das Problem. Eieiei. Okay, jetzt dürfte es aber nicht mehr so windig sein. Ja, jetzt geht es weiter. Platzregen. Oh Mann. Eigentlich sollte das ganze Schiff ja wirklich vorbeiziehen. Ich glaube, wir sollten lieber rein aus Sicherheitsgründen, dass die ganze Technik hier nicht nass wird, uns ins Auto zurückziehen. Naja gut, jetzt hat sich das Band hier dreimal verheddert. Okay, gut. Jetzt habe ich das schon mal. Jetzt verpissen wir uns mal ins Auto rein. Mann. Das war allerdings noch ein starker Wind. Muss man noch den Schirm zutreten. Boah. Das ist ja richtig wie normaler Regen. Also was heißt normaler Regen? Schon fast starke Regen hier.
Ja, das Teil bei Karlsruhe hat sich schon auf jeden Fall vergrößert. Wo soll das sein? Warte mal. Ich muss mal kurz nachgucken. Ah, ich hab's gefunden. Ja, das wird dann hier südlich vorbeiziehen. Das Problem ist, direkt über uns hat sich was Neues ausgebildet. Das ist bis jetzt aber noch nicht aktiv, deswegen war jetzt momentan auch so starker Regen. Hier sieht man das, da wo der weiße Punkt ist, da sind wir also in einem roten Teil drin. Und wir haben jetzt gerade das Violett-Graue, das was nordöstlich von uns ist, versucht zu filmen oder zu fotografieren, aber keine Chance, wenn sich so ein Teil ausbildet. Ne? Mal gucken, vielleicht wird es ja auch noch aktiv, dann haben wir ja die Blitze direkt aus nächster Nähe. Hat sich südwestlich was von hier ausgebildet, 6 Kilometer entfernt. Gucken wir mal kurz, was da babbelt. Ja, also das war schon echt krass. Wenn das Treffen mit dem Priester nicht gewesen wäre, hätte ich noch deutlich mehr rausholen können. Weil dann wäre ich nämlich wahrscheinlich Richtung Süden gefahren. Naja, egal, trotzdem war das heute eine außergewöhnliche Lage. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass es tatsächlich über Frankfurt am Main erreicht. Heute Morgen habe ich noch in dem Modernen gesagt, oh, vielleicht geht es doch noch nach Norden. Aber das ist ja bis nach Fulda und Thüringen gezogen. Boah. Toll, lol, 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 lol. Jetzt ist alles südlich von hier. Müssen wir umparken. Bäh, bin schon komplett nass. Und deshalb, obwohl ich noch nicht mal eine halbe Stunde gefilmt habe. Ich verstehe aber nicht, wo die ganze Pisserei herkommt. Ne? Alles zugeschwitzt. Nordosten gibt es nichts mehr zu holen. Dann nehmen wir jetzt mal das andere Ding in Visier, aber es ist halt noch gut, es gibt eine Neubildung, die war angeblich 6 Kilometer südwestlich von hier wäre. Aber ich weiß es noch nicht. Ach so, stimmt, der Dominik hat mir ja noch was gepostet, warte mal. Oh, Alter. Thomas, also es wird aktiv wieder dort Karlsruhe. Tja, hat jetzt mal ganz schnell neu ausgelöst. Naja, ich hab doch gesagt, man muss halt nur ein bisschen Geduld haben, ja. Jetzt stehe ich gerade zwischen Bad Happenau und Bonfeld, weil ich warte auf das Ding, das was da von Karlsruhe. Wahrscheinlich ist das aber auch eine Superzelle. Ja. Die wird ausscheren, gehe ich mal da davon aus. Und dann wird sie ja irgendwo zwischen Heilbronn und Stuttgart durchziehen. Man sieht schon was, aber wann der Regen endlich mal nachlässt, das ist die andere Frage. Vor dem Teil ist auf jeden Fall kein Regen, aber wir müssen halt noch ein bisschen Geduld haben. Zieht mit 81 km/h. Das andere Zeug so mit 69. Aber dann sollte doch der Regen schon längst weg sein.
wenn die Teile so schnell ziehen. Vier Kilometer nördlich von Bad Friedrichshall. Mit 77 km/h, ja. Der hier ist auch mit 77, okay, den hier kannst du auch vergessen. 76, nochmal 76 und 81, okay. Ja, da hinten sieht man schon was. Zieht südlicher vorbei, Pforzheim, Nordschwarzwald, Stuttgarter Raum. Aber was ist denn das ganze Gebilde da noch drüber in Frankreich? Ist das die Okklusion da? Nee, Okklusion, die zieht ja irgendwann am frühen Morgen durch. Also ich meine jetzt so 6, 7 Uhr ungefähr. Das ist alles ganz normal an der Kaltfront gekoppelt, ja. Aber ich bezweifle sehr stark, dass dieses ganze Zeug, so was da unten beim Jura dort momentan unterwegs ist, dass das überhaupt noch hier hochkommt. Ne? Ja, ich warte jetzt, bis hier der Regen nachlässt. Und dann sehe ich eigentlich relativ gut die Blitze von dem Karlsruher Ding. Ja? Und wenn es halt Dings südlich von uns durchzieht, ist auch nicht schlimm. Dann hast du halt eine Blitzschau. Ne? Okay, jetzt ist absolut kein Regen mehr. Ich warte jetzt vielleicht noch ein, zwei Minuten ab und dann kann ich eventuell die Stative rausholen. Ja. Ich glaube, jetzt dürften wir in diesem Gebiet sein, das wo vor der Karlsruher Zelle ist. Allerdings müssen Sie beachten, dass dies eine Superzelle ist und deswegen die zieht dann anders da. Die zieht komplett anders da. Wow, Alter. Ja. Jetzt sind wir draußen aus dem Gebiet gesagt und es gibt noch mal eine Neubildung oder sowas, aber ich hoffe es mal nicht. Ne? Windig ist es leider schon noch, aber... Alter, ist das matschig. Also Zeugs auf dem Feld ist hier reingelaufen. Nass, nicht nass, sondern schmutzig. Moment. Noch eine Schutzbuckelung raus. Bisschen runterrollen. Runterrollen, runterrollen. Runterrollen. Jawohl. Passt. Bank einlegen. Stativ aufbauen. Oh, wie nass die Stative sind.
falls etwas ist, Regenschirm wäre ja greifbar. Nachgucken. Bescheuert an meiner Spiegelreflexkamera. Bei der, wenn man die ausgeschaltet lässt und der Akku bleibt drin und man lässt die ungefähr 2 Wochen liegen, dann ist der Akku komplett leer. Und zwar richtig komplett leer. Man muss dann die Uhrzeit und Datum einstellen und das ist ja bescheuert bei Nikon. Okay. Ich stelle die Kamera jetzt mal hier so hin. Sehr schön, das hast du brav gemacht, Windchen, dass du da jetzt nicht sozial zu mir gewesen bist und meine Stative umgeweht hast. So, Packung rein, zumachen. Ja, Datum und Uhrzeit einstellen. Was haben wir heute? Heute ist der 13. März. Könnte man eigentlich könnte ich ja auch sagen, dass heute der 18. Juni ist, ne? Aber ich muss trotzdem einstellen, dass heute der 13. März ist. Ne? 19:09 Uhr. Aber jetzt. Okay, Bestätigung. So, ISO muss man runterdrehen. Thank you.
mm, ISO 200. Den auf unendlich stellen, so manuell links. Was war denn da? Nee, ich meine, du hast doch die Nachrichten da geschickt. Ich probiere jetzt gerade von der Karlsruher Zelle die Blitze mit der Spiegelreflex aufzunehmen. Weil die kommt jetzt langsam immer näher, aber die wird hier südlich vorbeiziehen, das ist schon mal gut. Weil ich meine, dann habe ich nicht mit dem ganzen Reden hier zu kämpfen. Obwohl ein bisschen tut es rumregnen, aber nicht viel. Okay, ich mache mal eine Testaufnahme. Jetzt regnet es ein bisschen mehr, aber ich hole gleich noch. Alter, wie windig das ist. Ich verstehe da nichts außer Wind. Naja, hier ist ja auch windig, ne? Ich habe jetzt mal einen Regenschirm geholt. Jetzt tue ich im Regen probieren, ein paar Blitze rauszuholen. So, gut, also ich stehe jetzt auf dem Feld. Beobachte jetzt gerade das Teil, das was da unten zwischen Pforzheim und Maulbronn ist. Leider hat jetzt wieder Regen eingesetzt, deswegen versuche mal ein bisschen mit dem Schirm da der Regen anzukämpfen. Aber ehrlich gesagt hätte ich wirklich nicht erwartet, dass das heute doch noch klappt. Weil es hat ja ziemlich mau ausgesehen und gerade als ich angerufen hatte und ein bisschen rumtelefoniert habe, ja, dann auf einmal plötzlich hat es direkt über Bad Rappenau ausgelöst, aber richtig direkt. Ja. Das war nur 4 Kilometer südwestlich. Sind die Blitze dem Frank geschickt worden? Weil komischerweise beschwert er sich nämlich. Natürlich. Ich habe dem schon ein paar Stück geschickt. Ja. So ist das nett, aber jetzt momentan sind sie für die Blitzkamera noch ein bisschen zu klein. Weil die sind noch 35 Kilometer entfernt. Ich habe jetzt mal das 21 Sekunden Memo da geschickt, das was er mir gepostet hat, aber ich spiele das jetzt nicht ab, weil ich eine Doku mache. Boah, das war schon ein großer Linienblitz. Aber ja, wobei, der könnte eigentlich auch auf der Blitzkamera drauf gewesen sein. Egal, ich probiere jetzt mal mit der Blitzkamera noch aufzunehmen. Ich gucke gleich mal bei der Spiegelreflex, ob der drauf ist. Moment.
Ja, der ist volle Kanne drauf. Sogar relativ in der Mitte. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut. Ich nehme jetzt mal mit Blitzkamera welche auf. Das ist ja nicht schlimm. War schon extrem interessant. Habe ich auch drauf. Ja, ist ein bisschen zu hell für die Blitzkamera. Muss ich sie noch dunkler stellen. Nochmal Belichtung auf minus 20. Ich denke, jetzt werden sie besser drauf sein. Okay, jetzt lässt der Regen fast wieder komplett nach. Nein, da war nichts. Kilometer sind die Blitze jetzt entfernt. Es wird irgendwo da auf der Höhe Maulbronn sein. Vielleicht schon bald war ich hingen an der Enz. Das war einfach nur eine Aufhellung, ganz nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ich muss mal sagen, dass man die Kamera ein bisschen darüber dreht. Die Spiegelreflex ein bisschen darüber. Ja, jetzt kommt schon langsam näher. 34,2 Kilometer.
interessante Sachen. Jetzt hat der Regen fast komplett nachgelassen. Gucken wir kurz auf den Radar. Moment. Das ist ja südlich was von uns rot. Ich hoffe nur, dass das nicht aktiv wird. Weil wenn das wirklich aktiv wird, dann haben wir hier 2-3 Kilometer entfernt. Oha, was da alles noch in Frankreich rumgammelt. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass das noch kommt. Bin eigentlich nur davon ausgegangen, dass alles kaputt gehen wird. Ja, wir denken halt eben im März-Niveau. Das ist halt das Problem. Wenn wir jetzt Juli hätten, dann würden wir sagen, jawohl, geht die ganze Nacht, ne? Aber im März definitiv nein. Ja, aber jetzt hat es aufgehört zu regnen. Das war komplett. Aber ich kenne das Spielchen. Komm, haben wir den Schirm weggelegt und geht's wieder weiter. Interessant, jetzt hat es aber den letzten. Ah, okay, jetzt war schon wieder einer gewesen. Mal gucken, ob der drauf ist. Ja, der ist mit drauf. Der ist mit drauf. Ordentliche Lage, und wenn das Dressen Triester nicht gewesen wäre, hätte ich noch wesentlich mehr rausgeholt. Ja, weil das Problem ist, war zu Fuß unterwegs gewesen. Ja, und das Dressen Triester ist ja jetzt zwischenzeitlich mehr oder weniger fast wegen diesem Problem im Internet nicht abgesagt worden, aber vielleicht verlegt worden, also von dem her. Trotzdem war es spitzenmäßig gewesen, das machen wir mal ab. Aber allein jetzt. Und die Gewittersaison ist noch nicht mal losgegangen, habe ich jetzt schon bessere Bilder gemacht als den ganzen letzten Sommer. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, so sieht das Ganze hier halt aus. Die Blitze sind ungefähr 32 Kilometer entfernt. Also mit der Blitzkamera kannst du nicht wirklich viel machen. Ja, du siehst zwar was, aber die Blitze sehen eher aus so wie kleine Linien oder Striche. Ja. Deswegen, naja, aber auf jeden Fall zumindest mal der Regen hat nachgelassen. Und jetzt gucken wir mal, wie das Teil sich verlagern wird. Ne? Nächster Einschlag vorhin waren 500 Meter an der Mainzer Landstraße. Das hat gescheppert, du meine Fresse. ja, dann kriegst du jetzt ja doch noch deine Doku. Mach aus dem Ganzen dann ein Gesamtes. Natürlich schneidest du das Gespräch mit ihr raus und dann passt das schon. Ich glaube, ich brauche gleich noch eine heiße Dusche oder so. Nee, das Problem an der ganzen Sache war ja, ich war der Meinung gewesen, so aus die Maus, fertig. Ne? Deswegen habe ich im Prinzip bei der Videokamera sozusagen, nachdem ich weiß, das war ein Satz mit X, das war wohl nix, habe ich im Prinzip gesagt, okay, dann tue ich jetzt die Einleitung und die Autofahrt löschen. Ja? Weil ich habe die Lage ja heute mit einem Flop sondersgleichen abgestempelt, aber das war wohl wahrscheinlich ein bisschen zu früh. Ne? Und deswegen habe ich dann gerade die angerufen, also ich war zu Hause im Zimmer und habe gefragt, wie es ihr so geht und so weiter. Ja? Also ich meine jetzt Tatjana. Und dann
3 Minuten später stand auf einmal auf dem Tablet in der Benachrichtigung 4 Kilometer Südwest. Ich habe gemeint, hä, das kann doch nicht stimmen. Ja. Dann habe ich aufgemacht und dann stand da ein Kästchen mit, also ein Kästchen mit einer 1 drin. Und dann wurde es 2. Und dann waren es auf einmal 2 Kästchen. Ja. Und dann waren es 7. Dann auf einmal 10. Und dann habe ich gemeint, oh, jetzt habe ich die gerade angerufen. Ja. 3 Minuten telefoniert und dann. Jetzt sag mal irgendwie einer oder deiner Freundin, dass du die jetzt gerade angerufen hast, aber plötzlich doch nicht reden kannst. Sag das mal irgendwie. Hm? Ja, da habe ich ihr gesagt, also sie hat mich ja gefragt, ob ich schon rausgefahren bin auf dem Feld. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ich war schon auf dem Feld, habe ich ja in der ersten Minute gesagt. Aber das Problem ist, das Teil, das was da bei Frankfurt am Main ist, das hat die ganze Energie geklaut, deswegen ist hier tote Hose. Ja. Jetzt ist Feierabend, Gewitterlage zu Ende. Ja. Und 2 Minuten später steht 4 Kilometer Südwest. Ja. Und jetzt sagt es ihr mal, versucht es ihr mal irgendwie so ein bisschen zu erklären, warum du plötzlich 2 Minuten später nicht mehr telefonieren kannst. Ja. ja. Und dann habe ich alle mit ihr noch ein bisschen geredet und währenddessen versucht, die Blitze ein bisschen mit der Blitzkamera einzufangen. Ja. Natürlich ohne Erfolg. Und irgendwann nach 10 Minuten habe ich ihr gesagt, hör ich mal zu, ich habe gerade festgestellt, bei Karlsruhe hat sich was Neues gebildet, ich muss raus aufs Feld. Dann hat sie gesagt, wie, du bist doch gerade erst vom Feld gekommen und hast gesagt, dass die Gewitterlage für heute beendet ist. Dann habe ich gesagt, naja, ich war halt ein bisschen zu voreilig. Ne? Ich war halt nicht so geduldig wie sonst immer. Ne? Ja, naja, aber was soll's. Jetzt gucke ich ja, was das Pforzheimer Teil da so macht. Ne? Es blitzt ja ab und zu und ja. Genau. Oh, 24 Kilometer Süd. Dann müsste ich meine Kamera langsam schon rüberdrehen. Aber immerhin, dann kommt der Regen komplett von hinten, dann droht er nicht die Grenze. Also reinzuregnen. Das ist schon mal von Vorteil. Bei Süd, ich weiß nicht. Lass mal kurz ein Auto machen. Oha, das Teil ist ja schon bei Wachingen an der Enz. Boah, das erreicht demnächst Laufen am Neckar. Das bei Pforzheim ist kaputt gegangen. Und dann hat es da unten bei Nagold noch was. Was bringt. Boah, von Frankreich kommt hier noch Nachschub. Boah, schauen Sie sich das mal an. Wir beobachten jetzt gerade das hier. Moment, machen wir mal ein bisschen näher. Das hier, was südlich von dem blauen Punkt ist, das andere hier, das ist von Nagold und hier in Frankreich, oh, oh, wie viel da noch ist, also wenn das ganze Zeug da alles noch kommt, ich glaube, da wird dann ein Spiegelreflexkamera-Akku nicht mehr reichen. Aber ich lasse den jetzt mal noch knipsen, weil ich meine, normalerweise reicht ein Spiegelreflexkamera-Akku ungefähr für 3000 Bilder ungefähr. Und ich denke mal, das sollte eigentlich vielleicht schon hinhauen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute den 13. März. Ja? Und März ist nun mal kein Sommer, leider. Vielleicht wird irgendwann mal der März zum Sommer deklariert sein, wenn ich mal auf Rente bin, kann möglich sein, aber Stand jetzt aktuell gehört er leider noch nicht zum Sommer. Und ja, deswegen gucken wir mal.
Jetzt aktuell, ich weiß, im Sommer würde ich es mir ganz gerne wünschen bei Spätlagen. Haben wir 7:30 und es ist stockfinster. Ja. Und ja, deswegen können wir da auch schon so früh mit der Langzeitaufnahme beginnen. Was im Sommer ja natürlich frühestens ab, wenn überhaupt 22:45 frühestens möglich ist. Ja. Genau. Es regnet hier munter, der Wind hat hier vielleicht BFD Stufe 2, Stufe 3. Ja, wobei 3 wird vielleicht zu stark sein. Ja, also ich denke mal, wir haben alles hier komplett unter Kontrolle und ja. Ja, jetzt wird der Wind ein bisschen stärker. Ein bisschen. Eieiei. Scheint da irgendwie nicht mehr so oft rum zu blitzen. Zumindest habe ich das Gefühl. Der Regen wird auch immer stärker. Oh, aber es war jetzt auch nur ein Wolkenblitz. Gucken wir gleich mal aufs Radar, was sagt es mir? Ich hoffe, das hat gute Nachrichten. Aha, wir sind schon im orangenen Niederschlag. Hoho. Könnte natürlich sein, dass das Teil, das sich jetzt abschwächt und futsch geht, aber ja, nachdem das Ding weggezogen ist, dann wird es erstmal eine längere Zeit wieder trocken sein und dann kommt das andere Zeug da von Frankreich, wenn es überhaupt bis hierher durchhält. Ja, ich würde eigentlich fast schon vorschlagen, dass wir hier jetzt mal eine kurze Pause mit der Spiegelreflexkamera machen, dass wir den Akku nicht komplett verschwenden. Und wir gehen halt rein ins Auto. Boah, Alter, schon windig. Und es regnet schon ordentlich. Eieiei. So. Spiegelreflex hinein mit dir. Können wir auch mal hier. Also ich glaube, wenn ich zu Hause bin, was natürlich noch eventuell die eine oder andere Stunde dauern könnte, muss ich erstmal meine ganzen Schuhe und meine Jogginghose und sonst noch was ich alles anhabe, alles auf den Heizkörper. Ja. Im Sommer könnte man natürlich sagen, dass man das irgendwo draußen auf dem Balkon in die Sonne stellt, aber bei der jetzigen aktuellen Jahreszeit kann man das leider noch nicht tun. Ja. Weil meine Schuhe sind mehr oder weniger schon fast komplett durchnässt.
Ach so ist es. Der ganze Regen tut die Blitze alle verdecken. Weil das ist ja noch relativ gut aktiv. Ne? Das ist noch relativ gut aktiv. Ne? Und es zeigt sein Frankreich. Was macht das? Ja, geht mittelmäßig. Ne? Aber gut. Aber immerhin hat der Regen den Vorteil, dass er die Matschschuhe schön sauber macht. Hm. Jo. Aha, jetzt hat sich mein Löwensteiner Berge was gebildet. Schrott. Oh Mann. Aber gut, das kann man ja auch noch sehen, wenn der ganze Regen hier abgezogen ist. Weil ich meine, dann ist ja der Regen östlich, dann versperrt er ja die Sicht nicht. Ja. Aber jetzt momentan sieht man noch nichts davon. Boah, Alter. Boah, das andere Teil da, das ist ja fast bis zum Tom hochgezogen. Das ist irgendwo südlich von Leipzig kaputt gegangen. Hä? Jetzt regnet es gar nicht mehr. Komisch, also laut dem Radar müsste es eigentlich noch mindestens eine halbe Stunde regnen. Vielleicht ist es so eine kleine Lücke oder so. Ja, bei Karlsruhe hat sich schon wieder was Neues gebildet. Aber es ist noch nicht aktiv. Zumindest auf dem Radar sieht es sehr gut aus. Ja? Ganz schön ordentlich. Ja, laut dem Radar hat sich jetzt bei Karlsruhe was Neues gebildet und in den Löwensteiner Berg ist wahrscheinlich orographischer Auslöse. Ich sehe es von hier aus zwar blitzen auf den Löwensteiner Berg, aber der Regen, der hier ändert noch ein bisschen die Sicht. Ne? Karlsruhe hat bisher aber noch nicht geblitzt. Ne? In Frankreich ist noch, wie viel. Ne? Also ich glaube, das könnte eine etwas, ja... heute könnte es ein bisschen später mit dem Abendessen werden. Alter, der war jetzt sehr gut. So, den hat man extrem gut gesehen, fragt man. Regnet fast gar nicht mehr. Okay, jetzt hat bei mir hier der Regen wieder nachgelassen. Jetzt kann ich schon zum dritten Mal das Stativ aufbauen. Löwensteiner Berge. Ist eine
ja, orographisches Ding da entstanden. Auf dem Radar habe ich jetzt noch in Karlsruhe was, ein kleines Leckerli entdeckt, ist aber noch nicht aktiv geworden. Und Frankreich ist noch einiges los, muss man sagen. Ja, ich würde vorschlagen, dann mal ran an die Arbeit und auf geht's rüber nach Löwensteiner Bergen. Aber ich bin wirklich pitchnass. Ich hatte noch nicht mal 20 Minuten gefilmt und ich war schon nass. ja, naja, egal. Macht ja nichts. Ne? Zu Hause kann man die Sachen ja, naja gut, ich weiß, jetzt kann man sie noch nicht auf den Balkon raus in die Sonne legen, sondern man muss sie alle auf die Heizung legen, aber immerhin, man kann sie auf die Heizung legen. Ne? Aber so vom Gefühl her würde ich jetzt nicht urteilen, dass wir hier den 13. März haben, sondern ich würde eher sagen, dass wir hier so den 22. Juli haben. Ne? Boah, aber die, Alter, jetzt muss ich mal richtig schnell aufbauen, weil die Löwensteiner Bergezelle, die geht schon ab. Da muss ich gleich mal Spiegelreflex noch mit aufstellen. Schon zum dritten Mal Stativ aufbauen. Das Wasser läuft in den Schuhen rum. Also ich glaube, heute Abend kann ich dann noch mal duschen. Gut, für eine Blitzintensität kann man sagen, die Löwensteiner Berge blitzt ungefähr einmal alle 2 Minuten, also die Zelle. Aber wenn sie blitzt, dann blitzt sie extrem. Ja. Bitte, liebe Zelle, noch nicht blitzen, da die Spiegelreflexkamera noch eingerichtet wird. Ich bitte noch um ein klein wenig Geduld. Jetzt kannst du blitzen. Jo, stellen wir das mal ganz kurz ein. So, mal. Uno Momento. So, jetzt. Mein treuer Schirm darf auch nicht fehlen, weil es tut nämlich ganz, ganz vereinzelt tröpfeln, aber nicht viel. Auf, komm, jetzt mach mal so ein Blitzchen, so ähnlich wie vor 3-4 Minuten. Das wäre nämlich ziemlich cool. Dann hätte ich ein richtig ideal perfektes Bild. Aha, das geht aber auf jeden Fall noch besser. Gucken wir mal, was da überhaupt drauf ist. Die Einstellungen passen. Mach mal F5. Naja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die... Wo jetzt diese Zelle ist. Bescheuert. Ach so. Das sind sogar 2 Zellen.
Die eine ist direkt über Heilbronn, über der Stadt, und die andere ist über die Löwensteiner Berge. Ziemlich genau so sieht es hier aus. Ja, die Heilbronner Zelle sieht so aus wie Tetrisstein, und das andere ist halt über den Löwensteiner Berge. Ne? Oho, Stuttgart ist auch ordentlich was los. Ist auch eine Neubildung. Boah. Neun Kilometer entfernt. Das ist schon dicht. Ja, das sieht gut aus. Das Gute ist, die ganzen Zellen, die ziehen ja alle nach Nordost, also von dem her werden sie mir jetzt nicht ganz so schnell wegziehen, da sie ja jetzt noch südöstlich sind. Hm? Ja, aber was heißt südöstlich, das ist fast noch südlich. Hm? Das heißt, die bleiben mir noch ein bisschen erhalten. Ein, zwei, drei Fotos kann ich da noch rauskitzeln. Und dann müssen wir halt gucken, was das Karlsruher Ding da macht. Hm? Ob das mittlerweile schon aktiv geworden ist oder nicht. Nö, ist noch nicht aktiv. Hä? Was macht denn das überhaupt? Das verwascht sich alles immer mehr in Regen, würde ich sagen. Das bei Karlsruhe. Boah, das hat sogar violett. Sogar grau. Die Löwensteiner Zelle. Aha. Ja, guck mal, bist du auch noch nass geworden. Guck, ich bin nach Frankfurt gefahren, um ein Biest von Bihü zu filmen. Und was ist? Ich bin nass geworden. Fast so schlimm wie in Franken letztes Jahr Mai. Jetzt ist nur noch der untere Teil der Hose und die Schuhe und die Socken. Aber der Rest geht jetzt einigermaßen. Und jetzt im Zug trocknet das ja. Aber ja, alles echt. Oh, da sind schon wieder Lokführer am Quatschen, ne? Ja, naja. Siehst, jetzt habe ich gerade mal 8-9 Minuten die Kamera aufgebaut. Jetzt tut es hier schon wieder rumregnen. Hm? Ich jetzt gerade mal sogar 8 Kilometer östlich. Hm. Ja, wegen diesem ganzen Regen sieht man das Löwensteiner Ding nicht gescheit. Hä? Wo waren der denn jetzt? Oha. Warte mal. Gucken wir gleich mal. Übrigens, das Frankreich-Teil sieht ein bisschen gelb und rot aus, also da scheint wohl nicht mehr so viel für uns bereit zu stehen. Aber, naja,
Ich meine, wir haben ja jetzt noch die Löwensteiner Zelle vor uns. Dann müssen wir halt noch gucken, was alternativ noch möglich ist. Aber das Problem ist, das Loch hier wird immer kleiner. Hier. Da stehen wir jetzt momentan auch. Und spätestens, wenn das Ding zu ist, dann müssen wir packen. Weil dann kommt nämlich ein extrem großes Regengebiet. Aber ein richtig großes. Das heißt, ich gehe mal da davon aus, ja, halbe Stunde haben wir noch Zeit. Ungefähr eine halbe Stunde. Oha, das ist jetzt alles schon im Osten. Mhm. Neustadt am Kocher. Aber immerhin, der Regen hat jetzt nachgelassen. Jetzt sind wir wieder in dieser regenfreien Zone. Ganzen Zeugs da mal vom Schirm runterschütteln. Kapuze runter und ich muss sagen, sieht eigentlich in Ordnung aus. Also nichts Gefährliches oder so. Ja. Naja, aber da unten Karlsruhe sehe ich nichts. Das sind ist keine Aktivität da. No activity. Jetzt müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Und dann, wenn der große Regen kommt, dann ist die Gewitterlage für heute abgeschlossen. Ja. Aber ich würde jetzt rein vom Gefühl her sagen, dass das Ding schon weiter in Richtung Osten gezogen ist. Deswegen werde ich jetzt die Spiegelreflexkamera auch dahin noch weiter einstellen. Und wo war denn der denn jetzt? Lol. Das war schon wahr, wahrscheinlich Löwensteiner Dings da. Ja. Guck jetzt gleich mal beim Kachelmann. Flotsch. Flotsch. Aha. 84 km/h schnell. Steinheim an der Mur. Starkregen, örtlich auch kleinkörniger Hagel. Mit 54 Blitzen in den letzten 10 Minuten ist die Blitzaktivität hoch, also davon sehe ich nichts. Folgende Orte: Wüstenrot, Meinhard, Schwäbisch Hall, 19.57 Uhr. Ja, dann wird es definitiv östlich von hier schon sein. Schwäbisch Hall ist von hier ungefähr 60 Kilometer weg. Ja. Kreilsheim 20.15 Uhr, das ist dann schon 80 Kilometer weg. Feuchtwangen, das ist schon in Bayern.
gucken wir gleich mal, was das andere da noch hat. Nee, Frankreich ist absolut gar nichts mehr aktiv. Hä, wie kann das sein, dass da so ein fettes System kaputt geht? Einfach so, ohne Grund. Ah, hier im Süden ist noch was. Zwischen Mulhouse und Straßburg. Naja. Ich würde sagen, jetzt warten wir noch so ungefähr 10 Minuten. Südlich blitzt noch was. Achso, das ist. Ah, das ist das Teil, das was da. Okay, jetzt hat sie sich wieder gemeldet. Das ist das Teil, was da unten zwischen Stuttgart und ja, könnte man fast sagen, zwischen Stuttgart und Reutlingen irgendwo ist. Ne? Schwäbische Alb halt. Nee, wobei, das ist sogar fast direkt in Stuttgart. Können wir mal kurz darauf zeigen. Bäh. All diesen Matsch. Jo. Dort hinten sehen Sie es, ungefähr jede 5 Sekunden zu blitzen. Hm? Das ist ungefähr 60 Kilometer entfernt. Schade, dass es nicht freistehend ist, aber gut, das kannst du auch im März hier nicht erwarten. Aber ich muss sagen, heute war eine wirklich tipptopp optimale Wetterlage. Ja. Es ist tatsächlich eine der frühesten Dokus, die wo vor allen Dingen so eine Blitzaktivität herausgebracht haben, die wo ich überhaupt jemals hier gesehen habe. Hm. Dafür, dass wir gerade mal Mitte März haben, ja, der 13. März ist heute, ne, muss ich wirklich sagen, boah, also auf jeden Fall diese Lage, die lässt sich definitiv sehen und kann auch definitiv in die Geschichtsbücher eingetragen werden. Ne. Ja, genau. Ansonsten den Schirm räume ich schon mal weg. Spiegelreflexkamera kommt auch weg. Der Grund dafür ist, es wird nichts mehr in die Nähe von uns kommen, weil das Stuttgarter Teil, es wird irgendwann mal abdriften nach Aalen. Ja. Und von dort aus geht es dann weiter in Richtung, ja, man könnte fast sagen, ja, die Ecke Richtung Nürnberg, Bayreuth oder so, ja, irgendwo in diesem Bereich. Ne. Ja, deswegen also, ich denke mal, wenn das Ding südöstlich sein wird, sind wir bei 35 Kilometer und näher wird es auch nicht mehr kommen. Und dann bleibt uns nur noch ein Wettrennen mit der Zeit, bis der ganze Niederschlag da von Frankreich uns erreicht. Also, naja, gut. Was soll ich? Boah, in den Schuhen ist das Wasser. So richtig das Wasser angesammelt. Man hört es richtig, wie das so quietschen tut. Ja. Und bei jedem Drauftreten merkst du irgendwie, dass da so eine Quelle entsprungen ist und so richtig schön den Fuß nochmal einlässt. Ja, naja. Aber ich denke mal, für die guten
Für die paar gute Blitzfotos ist einem das wert. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was für ein Schrott wir jetzt im Laufe der nächsten Tage schon wieder bekommen werden. Hm? Ja, ungelogen, aber Mittwoch gibt es wieder Schneefall. Ja? Und darauf soll wohl irgendjemand Lust haben. Also ich nicht, ne? Das könnte von mir das ganze Jahr über Sommer, Sonne mit Gewitterlagen 35 Grad und Co. haben. Ja? Aber leider ist das Wetter halt kein Wunschkonzert. Aber gut. Ja, jetzt genießen wir hier noch die letzte aktive Zelle. Die, was da drüben in Löwensteiner Berge ist, die ist mittlerweile schon in Bayern angekommen. Ich habe sie jetzt gerade da blitzend gesehen. Hm. Die ist mittlerweile schon irgendwo Richtung Ost, Nordost. Hm. Und ja. Genau. Also soweit jetzt zu der aktuellen Wetter- und Gewitterlage. Aber es gibt Hoffnung, die kann ich Ihnen auch noch mitgeben. Und zwar nämlich in einer Woche. Das dürfte so um den 19., 20., 21. rum sein. Ja. Da kommt ein Hochdruckgebiet und dann können wir endlich mal mit dem Frühling durchstarten. Ja, das heute war ja nur eine Ausnahme. Heute wurden übrigens 23 Grad in dem südwestlichen Baden-Württemberg registriert. Irgendwo da Freiburg bis Straßburg, irgendwo da eine Station hat es registriert. Bei uns waren es nur 20 Grad gewesen. Ja, und je weiter nördlicher man gekommen ist, desto weniger Temperatur hatten wir. Ne? Zum Beispiel waren es heute in Kassel gerade einmal 5 Grad gewesen. Und das mitten im März. Ja? 5 Grad, das gehört irgendwo in den Januar, aber doch nicht in den März. Ne? Ja, Durchschnittstemperatur vom März normalerweise ungefähr so um die 9 Grad. Ja? Das können Sie sich merken. Januar 1 Grad, Februar 4 Grad, März 9 Grad. 1, 4, 9. Ja. Genau. So sieht das ungefähr aus. Ne? Und wenn wir bedenken, dass der März 9 Grad hat als Durchschnittstemperatur, ja, dann müssen wir leider mitteilen, dass der diesjährige März höchstwahrscheinlich zu kalt ausfallen wird. Ne? Aber gut, ich meine, am Ende vom Monat haben wir ja noch Optionen wegen dem Hochdruckgebiet. Da werden dann wieder Temperaturen um die 20 Grad berechnet. Und wenn die jetzt nicht so sehr mit Nachtfrost und Co. einhergehen, dann können wir vielleicht das Mittel noch ein bisschen nach oben ziehen. Ja, aber vor allen Dingen der Anfang vom März, der war ja Katastrophe. Da gab es sogar noch Schnee und dann musste man den noch schieben und sonst noch was. Also, ja, und im Januar da der Regen, was war da? Da war gar nichts, kein einziger Schneetag. Ne? Aber stattdessen kommt das alles im Anfang Dezember und im Anfang März. Ne? Ja, naja, aber gut, was soll's. Jo, damit, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, bei der ersten Gewitterlage in diesem Jahr 2023 mit dabei zu sein. Ja. Und ja, was lernen wir aus der Gewitterlage? Eins lernen wir, und zwar nämlich, wir müssen mehr Geduld haben. Warum? Ganz einfach. Ich habe eine Einleitung gedreht, da habe ich Ihnen die komplette Wetterlage erklärt. Ja. Da habe ich gezeigt, hier Tiefdruckgebiet zwischen England und Norwegen, mitten über dem Meer, Warmfront hier, über dem Osten Deutschland, in der Grenze zu Polen, Kaltfront hier, Okklusion hier. Ja. Und dann habe ich gesagt, hier Warmluftadvektion, kommt alles schön brav aus dem Südwesten hoch. In Spanien haben wir übrigens schon angenehme 30 Grad. Können Sie ganz gerne mal reingucken.
was so Spanien die letzten Tage als Höchsttemperaturen hatte. Und ich habe dann halt eben gesehen, oh super, wunderbar, Gewitterlinie, können wir alles vorbereiten, fahren wir raus. Haben wir 2 Stunden auf dem Feld gewartet, festgestellt, die Gewitterlinie hat sich plötzlich unerwartet in Frankfurt am Main neu gebildet, verstärkt. Und das andere Zeugs, das Wasser über Rheinland-Pfalz, also über Taunus, über den Pfälzer Wald, über Saarland, über der Region um Trier, ja, und runter nach Frankreich in die Vogesen rein, Metz, Sarreburg, ja, und noch weiter Richtung Troyes. Das ganze Zeugs, das Stück auf einer Länge von vielleicht 300 Kilometern ist nach und nach zerstört worden. Einfach so, weil das System da in Frankfurt am Main so extrem groß gewesen ist. Ja. Vor allen Dingen für diese Jahreszeit. Das bringt noch nicht mal der Juli fertig. Ja, aber der März, der macht das mit links. Ne. Und ich habe dann halt eben gemeint, okay, alles klar, hier. Frankfurt am Main hat hier ganze Energie geklaut und so weiter und so fort. Ne. Alles klar. Abbruch, nach Hause. Feierabend, Videokamera in die Ecke, ja, halbe Stunde später habe ich gesagt, okay, Akku laden, Doku löschen, so, das war's. Hm? Dann habe ich gerade einen Akku hingestellt zum Laden, habe jetzt die Freundin dann aus Kassel angerufen, sie heißt Tatjana, und dann habe ich mit ihr telefoniert. Und 3 Minuten später meldet mir auf einmal das Tablet, 4 Kilometer Südwest. Und ich denke mir, was? 4 Kilometer Südwest? Was ist denn da los? Hm? Habe ich gemeint, ach, Fehlortung. Interessiert niemanden. Auf dem Radar sieht man noch nichts. Hm? Auf einmal plötzlich wurden die Kästchen mehr und größer. Und ja, was ist dann passiert? Neubildung direkt über Bad Rappenau. 4 Kilometer. Hier, diese Stadt da, diese Stadt hier, zeige ich mit dem Stativ gerade drauf. Bodenfeld, genau hier, Bodenfeld. Hier hat sich die Zelle entwickelt, genau über Bodenfeld. Das ist 4 Kilometer Südwest von meinem Wohnort, ja, genau hier. Übrigens, diese Lämpchen, was Sie hier alle sehen, das haben sie im Laufe des Winters gebaut. Das sind neue Straßen und neue Laternen. Wahrscheinlich sind es neue Grundstücke, um Bodenfeld zu erweitern, dass da irgendwelche Leute ihre Häuser aufbauen können. Ja, deswegen, ja, nicht wundern, werden sie im Laufe der nächsten Dokus öfter sehen. Ne? Letztes Jahr war das auf jeden Fall noch nicht der Fall. Ne? ja, genau. Und so schnell kann es gehen. Man hat einfach die Flinte ins Korn geworfen und fertig. Genau. Jetzt sage ich Ihnen mal noch etwas. Einen Moment. So. Und zwar nämlich, oh, ich sehe, dass mein Telefon klingelt, aber da gehe ich später dran. Und zwar nämlich bezüglich Stative. Wenn Sie teuer kaufen, dann kaufen Sie 2-mal. Ja, und zwar nämlich dieses Hammerstativ hier. Dieses Hammerstativ, das habe ich tatsächlich im Jahre 2012 gekauft, wo ich meine Spiegelreflexkamera gekauft habe. Ich gehe jetzt mal rein, weil es fängt an zu regnen, der große Regen kommt. Das Stativ hier, das habe ich im Jahre 2012 gekauft, weil ich die Spiegelreflexkamera gekauft habe. So. Das ist auch von Hammer. Und das hat 100 Euro gekostet. Heute kostet es, kann man übrigens immer noch kaufen, 87 Euro. Also ist es ein bisschen billiger geworden. Das heißt Profil Duo 3.
So. Und dieses Stativ hier, das hat die Probleme mit Nieten. Und zwar nämlich bei den billigen Stativen ist alles verschraubt. Bei den teuren Stativen ist alles edel gemacht, also alles mit Nieten. Und das Problem an der ganzen Sache ist, sehen Sie, hier ist es durchgebrochen, hier ist es durchgebrochen, da oben ist es durchgebrochen, hier ist es einmal durchgebrochen. Wir sehen es auch, dass das hier instabil ist. Dann haben wir noch hier, sehen Sie, dass es hier komplett kaputt gegangen ist. Das hier ist das zweite. Ja, hier ist auch ein Riss. Und so weiter. Und ja, damals hatte ich das Profi Duo 2. Aber jetzt, bevor die 2 Jahre Garantie fertig waren, habe ich reklamiert und habe gesagt, Jungs, so kann es doch nicht weitergehen. Ja? Hier ist alles kaputt, alles defekt, ja? Nieten alles kaputt. Dann haben sie mir halt im Profil Duo 3 gegeben. Und es hat damals 129 Euro gekostet. Da habe ich gemeint, okay, gut, nehme ich mit. Und dann sehen sie die Qualität. Ja? Also deswegen kaufen Sie sich nach Möglichkeit immer Plastikstative, also aus Kunststoff. Und ja, genau, das wollte ich Ihnen auf jeden Fall noch mitnehmen. Dieses Stativ hier, das werde ich auf jeden Fall entsorgen. Das kommt jetzt gleich mit. Und das hat jetzt hier so seinen letzten Auftritt gehabt. Und ja, jetzt gucken wir uns noch einmal ganz kurz schnell die aktuelle Wetterlage an. Zum Abschluss. Oh, Löwensteiner Berge hat Bayern erreicht. Stuttgart knapp, aber könnte man sagen getroffen. Nürnberg, das hier ist übrigens die Zelle, die wo vorher in Bad Rappenau entstanden ist. Ja? Kann ich Ihnen mal zeigen. Ja? Hier. In Bad Rappenau entstanden. Hier. Genau hier. Ja. Und wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie in Nürnberg angekommen. So. Frankreich, hier alles fit. Kaputt gegangen. Ja. Alles rot. Hier bei Straßburg ist noch ein bisschen was, aber das Zeug, das zieht auch alles nach Osten. Also deswegen, die Lage ist mehr oder weniger schon zu Ende. Und ja, genau. Dichtester Blitz 67 Kilometer. Ne, Quatsch, kann nicht sein. 32 Kilometer, aber wegen dem Regen sehen wir da jetzt nichts mehr. Und jetzt beginnt hier der große Regen. So, sehr geehrte Damen und Herren, da sich das Loch hier geschlossen hat, werde ich mich jetzt auch von Ihnen verabschieden. Und ja. Okay. Okay. So, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe mit Ihnen auf ein gemeinsames und gutes Saisonjahr 2023. Und damit werde ich mich jetzt auch hier schon verabschieden. Machen Sie es gut. Einen guten Start in den Frühling. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.